Moin Leute, ich will mal was ausprobieren. Und zwar habe ich mir eine neue Kamera zugelegt, die Canon Legria Mini X. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich in die Linse gucke und nicht in den Bildschirm. Den Bildschirm nutzt man nur dazu, um zu gucken, wie man jetzt filmt. Ja, eigentlich ist es eine Vlogging-Kamera und eigentlich möchte ich damit auch vloggen, aber das ist mein erstes Video, so wie ich sie jetzt öfter auf Louis Brandt machen will. Und öfter heißt wirklich, dass ich versuche, jedes Wochenende vielleicht 3 bis 4 vorproduzierte Videos dann hochzuladen, weil in Husum kann ich zwar aufnehmen mit dem kleinen Helfer hier, aber ich habe ja dort kein Internet, so dass ich dann eben erst am Wochenende hochladen kann. Mich würde jetzt mal Folgendes interessieren, was für Themen ihr denn gerne sehen wollen würdet. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber jetzt geht es mal los mit dem eigentlichen Video. Viel Spaß. Ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, habe so gedacht, Mensch, was ist so auf YouTube los? Es ist ja momentan sehr viel geredet worden über YouTube-Einnahmen. Wie viel verdient man? Verdient man überhaupt noch was? Ist ein YouTube-Video, wann ist ein YouTube-Video werbefreundlich, bla bla. So, dann die Sache mit Worldwide Wohnzimmer und sowas. Es ist sehr viel los gerade auf YouTube. Dann die Sache mit Mr. Trashpack, dass irgendwie über Leon Mascher was gesagt, was Gutes gesagt hat und dann meinte alle, jetzt schleimst du dich bei dem ein, bla bla bla. Es ist so viel Mist auf YouTube gerade wieder los, wo man sich denkt, Mann, wo ist YouTube geblieben? So, was geht? So, weißt du, es ist halt einfach dieses, man will auf YouTube doch halt das machen, wozu man selbst halt Bock hat und nicht das, was man ja machen muss, damit die Leute zufrieden sind. Wir sind doch ein demokratisches Land. So, man kann seine Meinung sagen, man darf seine Meinung sagen, solange es eine Meinung ist und nicht keine Meinungsmache. Ich spreche nochmal mehr an. Ihr merkt, ich bin wieder so ein bisschen durcheinander. Mir schwirren so Themen durch den Kopf. Nein, es geht mir darum, ich werde mein Ding durchziehen, ja. Ich werde auf Louis Brandt hier einfach Themen ansprechen, die mir so einfallen. So, das ist jetzt nur mal so ein Vlog. So, hallo, hier bin ich. Jetzt geht's mit Louis Brandt auch los. Jetzt kommen da wirklich regelmäßig Videos. Aber die Themen werden immer aktuell sein und ja auch spontan mal eben so aufgenommen werden können, aber eben auch in guter Qualität, so wie ich das gerne haben würde. Ja, also bei dem Vlog kam jetzt nicht so viel rum. Ich wollte nur sagen, es geht los. Auf YouTube ist gerade viel Mist. Ich erinnere an den Slogan Broadcast Yourself, also macht das, was ihr wollt und nicht, was die Trends oder die gerade aktuellen Sachen euch vorschreiben, sondern macht das, was ihr wollt. Und ja, lasst euch nicht runterziehen von dem, was auf YouTube gerade so los ist. Macht euer Ding. Das sollte es mal gewesen sein. Das war's. Ciao, bis zum nächsten Mal.